So, Frankfurter Innenstadt, und das ist das letzte Video am heutigen Abend. Dann würde ich auch keine Videos mehr darüber bringen. Jeden Tag zwei Videos, die ich droppe hier zu diesem Thema, solange ich hier in Frankfurt bin. Six, all in the mix. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist J6, ich bin aus Berlin. Ich bin hier in der Frankfurter Innenstadt und hier ist das Hängeri von Happy Ramadan. An die ganzen gläubigen Leute, die hier auch leben, zum Beispiel gläubige Muslime, für sie soll das hier eine Freude darstellen. Ja? Aber wir sind jetzt hier, um Fragen zu stellen. Guten Tag. Wenn Sie das hier sehen, was denken Sie darüber? Keine Zeit, Sie sind beschäftigt. Bill Gates, sein Papa. Ja, vielleicht finden wir noch mal jemand. Ich hoffe, es gibt nicht so viele NPCs in Frankfurt. Und gucken wir mal. Ja? Ein paar Meinungen sind natürlich wichtig. Zum Bio-Deutschen natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und muss man natürlich gucken, wem hier wir nochmal finden. Jetzt wird es natürlich schwieriger, es ist ein bisschen dunkel und nieselt so leicht. Und was denken Sie denn darüber, wenn Sie das Schild hier sehen? Nichts? Können Sie Deutsch? Ja gut, nicht jeder ist offen. Man sagt ja eigentlich, Frankfurt ist eine offene Stadt. Gut, vielleicht nicht jeder, ja, nicht jeder Zweite. Und ja, trotzdem auf Anhieb sehr, sehr interessant zu sehen mit dem Hängeri. Was denken Sie denn darüber, wenn Sie das Schild hier sehen? Keine Ahnung haben Sie. Okay, ich danke Ihnen dafür, dass Sie keine Ahnung haben. So, und ach, guck mal hier, Sie an, der Herr vom letzten Mal. Oh, ja, Sie sind wieder, Sie sind wieder hier. Das ey, ist ich die, vorhin geguckt, haben Sie man nicht das ist, die, das ist die Legende. Nur, das ja. Beleuchtet ist, ne? Ja, das ist die Legende, du bist wieder da. Du bist immer hier, sag mal. Ja, was machen um Sie dieselbe jetzt Uhrzeit, aber du bist echt wieder um dieselbe ja Uhrzeit hier, ne? Ey, was machst du? Die? Fährst du dein Porsche gleich oder was? Ja, ja. Ey. Ich mache wieder Interviews. Ach so. Ja, ja, ich habe da Interviews gemacht und die mache ich sehr, sehr gerne. Und, wegen dir? Wegen dir? Ja, wegen dem Ding, genau. Ja. Ja. Und es ist interessant, mal zu hören, wie die Leute so denken. Ne? Ja. Ja. Und ja, ich danke Ihnen. Grüße. Was machen Sie? Gehen Sie jetzt arbeiten? Nein, ich bin doch in Immobilien. Ach, Sie machen Immobilien, machen Sie? Ja, okay. Ich bin im Social-Media-Bereich. Ah, okay. Ich mache Internet. Ich bin ursprünglich aus Luftfracht. Aus Luftfracht? Luftfracht. Luftfracht. Ich habe mein ganzes Leben, aber ich bin umgestiegen. Ach so, okay. Sie investieren woanders diesmal. Ja. Ey, hat alles gut, ja? Schönen Abend. Ciao, ciao. Oh, mach's gut. Ja. Scheint ein Rich Boy zu sein, Rich Kids in Frankfurt. Ja. Und ja, komm, nochmal. kennt ihr den Typen noch in dem letzten Video? Müsst ihr mal reinschauen, der Inder, was auch immer der ist, aus Bangladesch. Er hat Kohle, er hat hier ein Apartment, hat er mir letztens auch erzählt. Ich habe den schon dritte Mal getroffen, nicht zum zweiten Mal. Der ist immer wieder da, wenn ich hier bin. Ja? Der hat hier ein Apartment, der wohnt hier. Schau mal hier, der wohnt irgendwo hier. Ja, der hat ein Apartment für, keine Ahnung, 800.000, 900.000. Ja? Hat Kohle gemacht, auf jeden Fall. Und ja, aber darum geht es hier gar nicht. Es geht hier um das Schild. Wenn Sie das Schild hier sehen, was denken Sie darüber? Sprechen Sie Deutsch? Ja, ist das so eine Straßenfrage? Wenn ja, dann muss ich weiter. Alles klar. Dann schönen Abend, ne? Ciao. Alles Gute. Ja, Straßenfrage natürlich. Ne? Gut, sie hat aber nicht gesagt, dass ich sie rausschneiden soll. Piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Ja, am Ende ist es natürlich schwieriger, wenn es dunkel ist, aber wir probieren es trotzdem. Schauen wir mal. Ja, vielleicht haben wir noch mal ein paar. Wäre auf jeden Fall interessant, ne? Warum nicht? Machen wir mal ein paar Fragen zu stellen. Tja, so ist das. Frankfurter Innenstadt. Happy Ramadan. Verzeihung, wenn Sie das Schild sehen, was denken Sie darüber? Da lacht die Frau ihn sogar aus. Ja, das ist so geil. Die Leute, also manche Frankfurter sind wirklich sehr, sehr crazy drauf. Ne? Die waren jetzt wenigstens positiv, sehr, sehr cool drauf. Verzeihung, wenn Sie das Schild hier sehen, was denken Sie darüber? Das ist jetzt Ramadan. Ja. Na gut, vielleicht aber das Weihnachten. Wusste, das wusste ich auch schon vorher. Ah ja, okay. Ja, genau. Ich habe Kollegen, die das machen. Und, ja. Ja, also muss man nicht unbedingt aufhängen, sagen Sie. Na, was hat, na ja, gut. An Weihnachten hängt es ab. Weihnachten, ja. Für den Weihnachtsmarkt hängt es ja genauso ab. Warum nicht? Das ist ja einfach. Richtig. Nochmal eine Frage. Warum bei euch? Also, ich brauche es für Weihnachten nicht. Ich brauche es für Ramadan nicht. Ich brauche das Ganze. Ja, ich bin auch nicht gläubig. Nee, es hat nichts mit gläubig zu tun. Ich brauche den Hinweis nicht. Ich weiß ja, dass es das gibt. Hm. Wenn es jemand beleuchten will und die Leute darauf aufmerksam machen, ist das ihr gutes Recht. Ich bräuchte es nicht. Aber für mich ist es auch nicht schlimm. So, jetzt kommen wir natürlich zur nächsten Frage. Warum bei euch in Frankfurt? Warum nicht in Berlin? Ich komme ja extra aus Berlin, so, um hier Interviews zu machen. Genau. Wieso Frankfurt und Köln? Warum nicht in der Hauptstadt? Verstehe ich nicht. Habt ihr mehr Muslime? Ja, oder? Ich glaube, dass Frankfurt
früher multikulturell war und extrem gut aufgestellt ist, was das war, als Berlin durch die Trennung, bis das dann so gewachsen ist. Gut, es gab immer, glaube ich, Zentren, Kräuter, bla bla bla, wo das auch schon solche Auslöser, aber die grundsätzliche Durchmischung ist erst nach der Wiedervereinigung gekommen. Das war in Frankfurt hier schon immer bei uns. Westdeutschland, ne? Stimmt. Da war Frankfurt ganz speziell. Wir haben, glaube ich, den höchsten Anteil von verschiedenen Kulturen. Ich glaube, hier gibt es im Schnitt, gut, mittlerweile mag ich das ändern, aber Frankfurt war immer die Stadt in den meisten Nationen in Deutschland. Jetzt macht Sinn. Jetzt macht Sinn. Und jetzt kommt die goldene Frage. 75.000 Euro Steuergelder aus der Frankfurts Kasse. Was sagen Sie? Dafür? Ja. Ist ein bisschen wenig, aber trotzdem schön, ne? Aber? Sieht das nach 75.000 Euro aus? Nein. Ist das nur das hier? Ja, ja, nur die zwei, drei Dinger jetzt hier. Ne? Also die ganze 1, 2, 3, 4. Gut, da würde ich mich drüber aufregen, ob es jetzt rot, rot, grün, weiß für Weihnachten oder für das ist. Das finde ich ein bisschen viel Geld, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte man besser einsetzen können. Man kann es für ärmere Leute. Oder so. Interessante Aussage. Mehrere Jahre hintereinander verwenden. Achso, das meinen Sie. Ja, genau, dann relativ. Ja, aber trotzdem. Kostet Strom und so weiter. Wenn ich insgesamt rechne, kommen über die Jahre 100.000 Euro zusammen, die man hätte aus meiner Sicht. Ja. Die Leute, die im Moment nichts zu essen haben, vielleicht wäre es da besser aufgehoben gewesen. Schöne Aussage. Ich habe recht. Also in manchen Dingen. Aber, es hat jetzt rein damit nichts zu tun. Ich bin sehr pragmatisch, was sowas angeht. Ja. Also was hätten Sie damit gemacht? Nur mal ganz kurz persönlich mit der Kohle. Ich hätte es, wenn ich die Stadt Frankfurt wäre, gibt es bestimmt genug soziale Projekte, die Tafel oder was weiß ich, wo im Moment die Leute davon partizipieren, die sehr klamm sind, wo es um Essen geht für arme Leute. Wäre es vielleicht, ich weiß nicht, wie weit man mit 75.000 Euro kommt, aber bestimmt, davon kann man einige Leute satt machen. Das auf jeden Fall, ja. Ich danke Ihnen für Ihre Meinung. Dankeschön. Sehr, sehr nett gewesen. Ne? Gerne. Danke. Ich bin auch nicht von der RTL, also ich mache das hier für mich. Ja, privat. Danke für Ihre Meinung. Alles Gute, schönen Abend. Gerne. Und ja, das ist Frankfurt, Freunde. Sehr, sehr offene und liberale Menschen. Ja? Hier gibt es dann doch irgendwie mehr Anteil an Muslimen. Weiß ich nicht. Der hat dann irgendwie was erwähnt in den 80er, 90ern. Weil Berlin ja auch eher so Richtung Osten halt, ne? Und da war irgendwie weniger. Und keine Ahnung, könnt ihr selber nachlesen, ja? Ich bin jetzt hier, mein Allgemeinwissen ist wie eine Dose Cola. Ich bin aber wenigstens ehrlich, ja? Ja, das ist das Hängeri immer noch hier. Verzeihung, wenn Sie das jetzt hier so sehen, was denken Sie darüber? Haben Sie eine Meinung? Ja. Was sagen Sie? Das wollen Sie nicht hören, glaube ich. Ist okay, mir ist das egal. Ich bin weder religiös noch politisch. Mir sind Meinungen wichtig. Mir ist es, also Menschen sind wichtig, ne? Das, was sie denken. Wenn sowas in einem arabischen Land wäre für Weihnachten, dann würde es sofort verbannt werden. Okay. Also das haben Sie vorher noch nie irgendwo in einem islamischen Land gesehen gehabt? Irgendwie so christliche Hängeri, ich meine. Weiß man ja, dass die nicht so, dass es nicht gerne gesehen ist. Okay. Und warum bei euch hier in Frankfurt? Warum nicht in Berlin? Warum nicht in der Hauptstadt? Warum wurde das nicht in der Hauptstadt? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Und die goldene Frage, 75.000 Euro Steuergelder. Was sagen Sie dazu? Für was? Für das. Echt? Ja. Also knapp 100.000 mit dem Strom. Ich frage mich, ob es hier Weihnachten was, weil ich in letzter Zeit, in den letzten Jahren auch wegen Stromkosten gut an der Weihnachtsbeleuchtung gespart. Ja, keine Ahnung. Es wird so viel Geld für alles Mögliche ausgegeben. Okay. Das sehe ich jetzt dann. Ich danke für Ihre ehrliche Meinung. Danke, Dankeschön. Ja, sehr ehrlich, die Frau. Ich würde sagen, wir machen nochmal 1-2. Es wird jetzt immer, nieselt immer mehr. Mehr Nieselregen. Wir werden jetzt immer nasser jetzt hier. Und ja, sie hat ihre ehrliche Meinung gesagt. Ja, müssen wir tolerieren. Es gibt Leute, die sind dagegen, es gibt Leute, die sind dafür. Und sie war natürlich sehr dagegen. Hat man auch vielleicht gehört an ihrer Aussage, würde ich sagen. Ne? Und ja, gut. Wir einen das, der andere was anderes. Ja. Ja, das war's dann auch schon, würde ich sagen, oder? Das war's. Wir sind durch. Das war's jetzt auch schon meinerseits. Danke euch fürs Zugucken. Mein Name ist J6, All in the Mix. Ich fahre wieder zurück nach Berlin. Vielleicht fahre ich nochmal kurz irgendwo anders vorbei. Nach Köln wäre nochmal interessant zu sehen, was in Köln auch so abgeht. In Köln hinkt es ja auch. Happy Ramadan. Und vielleicht machen wir nochmal die letzte Person hier. Jetzt wird der Regen noch stärker. Und ich muss wirklich los. Ja. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Grüße gehen raus. Ja, J6. Verzeihung, wenn Sie das Schild sehen, was denken Sie darüber? Sie als letztes jetzt hier im Interview. Meinung? Okay.
Ah, okay. Warum bei euch in Frankfurt? Warum nicht in der Hauptstadt? Ich komme jetzt extra aus Berlin, um das Interview zu machen. Wieso bei euch in Frankfurt? Verstehen Sie? Naja, wahrscheinlich hat es hier einer, ne, angeregt. Das wird wahrscheinlich auch in Berlin dann kommen, wenn es hier wird. Ah ja, okay. Die goldene letzte Frage. Ja? 75.000 Euro für Steuergelder aus Frankfurt. Was sagen Sie dazu? Das wird beim Weihnachtsmarkt so gemacht. Das kann von mir aus, wenn es um Festlichkeiten geht. Kann es auch bei dem asiatischen Festtag, beim jüdischen Festtag, kann das gerne machen gemacht werden. Also wir haben in Deutschland über 120 Religionen insgesamt schon. Ja. Also kann jeder seins aufhängen? Warum denn nicht? Okay. Also sollte es jeder machen? Ja, okay. Das ist so schön. Also es geht um Feiern. Ne? Es geht um schöne Anlässe. Mhm. Also ich aus kultureller Sicht, nicht aus religiöser Sicht. Religion ist nicht meins, aber kulturell betrachtet stört mich auch nicht. Okay, ja super. Danke für Ihre Meinung. Gerne. Schönen Abend, ciao. Ja, eine sehr offene Frau. Also als letztes jetzt hier, jetzt sind wir aber wirklich durch. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Grüße aus Frankfurt.